Are you ready for this? Das Video ist ein Quarantine-Vlog. Let's go! Weil ich dich gestalkt habe. Wir machen eine Fahrradtour. Oh, einhändig fahren ist nicht so geil. Was? Dabei. Ja, ich hab nicht ohne Schlüssel, nicht ohne Geld. Quite beautiful. Das Sandstück. Das ist ein Stäbchen ziehen. Das noch eins, deshalb verschieben wir gerade, weil wir Bescheid haben. Kannst du Klaus ranzoomen? Das wird wirklich eine viel längere Fahrradtour, als wir gedacht haben. Ich bin schon abgestiegen, aber du bist mit Vollkaracho weitergefahren. Das ist unser Weg, das ist ein guter Freund, der uns den Weg versperren wollte. Mal sehen, wie ich hier durchkomme. Aber da passt so gerade so mein Fahrrad und alles durch. Sui. Sind deine Füße jetzt nass? Glaube ich gehe über den Damm. Wer wird hier nach braun sein? Diese coole Lady hier. Oh, so braun bin ich. Ich bin ja nicht rausgegangen. Ja, ja, sehr abenteuerlich. Apropos. Was ist denn dein Popo? Apropos, 30 Minuten in die Richtung. Wir sind jetzt schon, glaube ich, bei 50. Aber sollen wir wieder fahren? Oh, die Brücke ist nah. Ich habe zwar so dezent Angst um mein Handy, aber mein Vater will unbedingt, dass ich das filme. Wenn ich irgendwie falle, dann ist mein Handy futsch. I'm so scared. Ja, sehr schön. I'm scared. Walking downtown and I'm okay. Siedler von Katar. He's got it all figured out. Wenn er vielleicht einen YouTube-Kanal machen würde. Du vielleicht einen YouTube-Kanal machen, wo das dann alles drauf kann. Ah, das ist dein Haus. Da kann man natürlich auch nicht mehr helfen. Ja, der Mann, guten Tag. Everyone's looking at me thinking that I'm different. Everyone's looking at me. Ich habe 8 Minuten, um eine Strecke zu fahren, die 15 Minuten geht. Danke. Ich bin tot. Ja. Ich habe es gar nicht so mitbekommen, aber ich habe gestern einen TikTok gemacht. So 3 Stunden später hatte das 1000 Aufrufe. Jetzt hat es einfach 45.000 Aufrufe. So, ich finde das nicht mehr, ich finde es schon noch krass. Aber ich denke so, ich soll mich nicht mehr so auf die Aufrufe und so konzentrieren. Das ist Kotze in meinem Gesicht. Nein, eine Maske, aber also das TikTok hat mittlerweile einfach, da steht 600.000 Aufrufe, so kann man machen, ne? Das ist einfach voll krass. Here we are back again. Ist mega schön. Aber Jesus Christ, meine Po-Backen tun so weh. So genau den Turm da will ich fahren. Yay, I made it. Ich bin direkt daran gerade vorbeigefahren. Ich weiß nicht, was es ist und man kann auch nicht näher als an einem Zaun dran. Aber jetzt bin ich irgendwo im Nirgendwo. Ich habe gerade ein Ortsschild gesehen von einem Ort, den ich noch nie gehört habe. Ich bin jetzt eine Stunde genau schon gefahren. Und ich habe jetzt mal geguckt, ich muss jetzt noch eine Dreiviertelstunde zurückfahren. Das sind 14 Kilometer. Oh mein Gott, das sind Regenbogen. Das ist einfach keine einzige Wolke am Himmel. Krasser Shit. Da war ich bei dem Turm. Ich habe es einfach in einer halben Stunde geschafft. Look at all those flowers. Ich male jetzt was. Wir haben da jetzt so coole Polster geholt für unseren Balkon. Dann haben wir noch so Gras, das ist voll cool. Wir haben einfach das Ding, glaube ich, aus Versehen mitgenommen. Das ist voll die riesige Box. Sarah! Can you tell what's my favorite food right now? Das ist so schön. Wow! Und das ist echt cool. Im Moment ist mein Lieblingsessen Ananas mit Shrimps angebraten. Und Jesus Christ, das ist lecker. Sarah, right? Motze, was ist denn das für ein Hühnchen? Was? Das, ich wollte gerade Motz lustig gesagt hast. Ich habe gedacht, das ist ja untypisch, Motz lustig zu sagen. Wo sagt man denn Mords lustig? Das ist ja ein Fall so bei Koch und Wander haben sowas bestimmt gesagt. Echt? Da
also von den beiden, Chef und AJ heißen, glaube ich, hat dann so gesagt, also Timmy hat mir dann so einen Dinosaurier gezeigt und der so, Dufte, was ist das für ein Hühnchen? Das haben wir immer wieder. Oh, ich habe Hunger und ich will Wein trinken, damit ich Religion besser machen kann. So wie Sachiko. Ja, der Sachiko-Trick, eine halbe Flasche Wein. Dann kann man alle Hausaufgaben besser erledigen. Weisheit von Sarah. Merkt euch das, Kinder. Ja, also nochmal eben kurz mit dem Mitarbeiter so eine E-Mail und dann. Guck mal, das sieht ja irre aus. So. Freunde, ich zieh was ab. Ich zieh mich jetzt erstmal hier raus und dann. Aber TikTok habe ich überhaupt nicht drauf. Jetzt bringen wir euch bei. Das ist doch nicht egal. Guck mal, ein Auge ist mehr zu als das. Ja. Ah, aber bei dir auch. Ja, bei mir, ich hab Rücken von mir. Ihr seid gerade schlafen. Ja, die ganze Zeit. So. Enough is enough. 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 Das sieht voll fancy aus. Guck mal, wenn ich so mache mit den Lichtern. Oh, damn. Ich bin auch auf Posen nicht geeignet, muss ich fairerweise sagen. Dann geht der Mund auf. Das ist voll cool. Oh mein Gott, sehe ich behindert aus. Ich habe Strecke geschafft, die wir sonst früher, als wir kleiner waren, in 3/4 Stunde gebraucht haben. In 27 Minuten. Okay, Lena, was haben wir gerade gemacht? Eine Fahrradtour. Wir haben. Nein, wir sagen nicht, wo wir wohnen. Wir wollen nicht von Vergewaltigern. Vergewaltigt. Eine Fahrradtour. Am Rhein entlang. Nicht, dass der Schwan da hinten uns angreift. Ich glaube nicht. Yay, I finished it. Wie du. Wir haben vor, an dem Geburtstag von meiner Mutter am Montag richtig fancy Essen zu machen und uns dann richtig fancy anzuziehen mit so Abschlussballkleidern. Wie süß das Kleid. Das hat auch nur $3 gekostet. Echt? Das ist auch aus dem Secondhand-Laden. Ich habe ein Workout gemacht. Keine Sweaty. Mein Inspo-Pick hier und ich finde, das sieht gar nicht so schlecht aus. Mal wieder. Ich war heute jetzt viel auf dem Balkon. Im Bikini. Also ich bin braun geworden und wir haben so den 8. April, so wir haben gar keinen UV-Index, also so 1 oder 2. Oh mein Gott. Meine Mutter und ich stellen jetzt dieses Bild aus ihrer Kindheit nach. Ich muss dann so. Okay, gucken Augen wieder zu mir. Ja, so. Hey. Jetzt machen wir einmal hier das Bild von meiner Mutter und das Bild von mir. Ich sehe da ja so behindert aus. Und nur damit Proof ist, dass ich nicht komplett hässlich bin, dass der gleiche Pulli die gleiche Wand und ich sehe gerade gut aus. Okay, wo ist das Bild? Das ist das Originalbild. 1982. Oh, wie alt warst du da? 17. Yay, ich bin ja richtig motiviert. Was kommt denn da? Hallo? Hola. Thank you. Hast du keine Schuhe? Ich dachte, du bist direkt in der Tür. Achso, nee. Erstmal gefloggt. Also, da war gerade eine Frau da in der Tür. Und wir haben gerade getroffen. Wir haben gerade getroffen. Also, sie hat mir gerade meine Jacke gegeben, die ich vergessen hatte. Und jetzt hat die Frau, die stand dann so an der Tür und war so, hallo. Und wir dann auch so, hallo, dann haben wir so weitergeredet und dann habe ich so geguckt, dann, ob die immer noch da die steht. Die stand da einfach immer noch und hat uns zugehört. Das war so weird. Die hat uns so creepy angeguckt. Jetzt ist die da gleich in der Küche. Oh, komische Sache. Jedenfalls, dann meinte ich dann so, gibt's was? Und die so, nein, wohnen Sie da? Und ich so, nein, sie hat erstmal gesagt, wollt euch nur guten Abend sagen. So. Und dann haben wir guten Abend gesagt. Und dann hat sie so gefragt, wohnst du da? Und ich so, ja. Und dann meinte sie so, ihr beide? Und die so, nein, nur ich. Ich so, ich wohne woanders. Die ist so weird gewesen. Und die stand da dann einfach an der Tür in ihrem Nachthemd so. Ey, wie der auch so hat uns angeglotzt. Wie kennst du die so? Ja, ich kenn die auch. Die ist, komm. Ist sie immer so? Wir haben Ostern. Eigentlich sollten wir jetzt in Florida sein. Der Blick ganz konzentriert.
Wird der schmeckt von meiner Schwester. Oh mein Gott, sieht schlimm aus. Ich dachte mir, kann doch gar nicht so schwer sein. Jetzt mache ich mal meine Haare auf. Meine Mutter hat heute Geburtstag und ich habe jetzt schon 4 Stunden was gekocht für sie, weil wir so ganz viele Gänge machen. Beziehungsweise ich. Ich war so, wir ziehen uns alle richtig fancy an, ja. Ich ziehe mein Abschlusskleid an. Erstmal mit meinen kurzen Haaren lockig. Sarah! Sarah, willst du bewerten, wie schlecht ich mich geschminkt habe? Oh mein Gott. Das ist schrecklich, oder? Ja, mal bitte. Ich dachte mir, das kann doch gar nicht so schön sein. Schönes Verhältnis in deinen Händen. Jetzt mach ein Doppelkinn. Und mach, dass der Übergang hier. Mir gehe ich so ein bisschen. Ich glaube, du siehst schrecklich aus. Soll ich es besser abmachen? Mach einfach nur das Make-up ab. Die Augen kannst du ja lassen. Ist jetzt besser? Sarah, ist es jetzt besser? Ja, definitiv. Kannst du lassen? Ja, so kannst du es lassen. Das ist ein Trick immer. Wenn du zu viel Foundation benutzt hast, mach einfach Bodylotion in dein Gesicht. Okay, merke ich mir. Ich habe mir noch nie so einen Haarstyle gemacht. Also wir haben Lachsröllchen, die ich vorbereitet habe mit selbstgemachten Pfannkuchen. Das hier werden noch Reibekuchen. Ich habe jetzt noch. I'm a boss. I'm a bitch and a boss. I'm a shine like glass. Lachs. Haben wir noch. Kannst was ist das hier? Sarah. Käsekuchen. Kannst du jetzt mal eben Mousse jetzt auf einem Bund? Meinst du, das wird noch bunt? Mega. Mehr geht? Schaut gar nicht. Ich habe jetzt erstmal meine Haare gewaschen, seitdem ich die geschnitten habe. Sieht eigentlich echt gut aus. Also gefällt mir schon. Go. Ist jemand froh, dass er einen Tanz kann? Heißt du Theresa? Tada. Das habe ich jetzt von Theresa und meine Mutter fand das super lustig. Haha. Boah, ich bin ja echt braun, ne? Ja. Du bist so total braun. Mhm. Stress dich das wieder mit dem Handy?